Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature und zur Bekanntgabe der Gewinner der 5000 Abonnentenverlosung. Wie ich das schon in dem anderen Video gesagt habe, habe ich die Gewinner per Zufallsgenerator ermittelt. Die stehen jetzt fest, ja, und einige habe ich schon benachrichtigt via Kommentarfunktion, aber ich möchte das hier nochmal offiziell machen. Also spanne ich euch nicht lange auf die Folter, los geht's. Der Platz 3 war ja hier diese Bushcraft-Gürteltasche von Vikatec, den Flexback. Ja, und den Flexback hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Kerstin. Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner neuen Bushcraft-Tasche. Viele liebe Grüße aus der Schweiz nach Berlin. Okay, dann geht's weiter. Kommen wir jetzt zum Platz 2. Das war ja hier diese Holztasse von Vikatec mit Deckel. Ja, und die Tasse hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Sven. Viel Spaß mit deiner Nigelnagel neuen Holztasse von Vikatec. Ist wirklich ein praktisches Teil mit dem Deckel. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Okay, und jetzt kommen wir zum Hauptgewinn. Platz 1, das war ja der Stormfire Hobo. Ja, den Stormfire hat gewonnen. Gratulation, Ela, zum Hauptgewinn nach Enningerloh. Ich wünsche dir viel, viel Spaß damit. Ist ein super Hobo. Du wirst deine Freude dran haben. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich wohne ja in der Schweiz und wegen den Zollgebühren, die sonst anfallen würden, verschickt Vikatec die Sachen direkt aus Münster. Das heißt also, nicht wundern, wenn ihr direkt Post bekommt von der Firma Vikatec. Das hat alles seine Richtigkeit. Ja, es haben sich eigentlich auch schon alle bei mir gemeldet, außer der Sven. Sven, wenn du den Gewinn haben möchtest, bitte melde dich innerhalb von 5 Tagen bei mir per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist im Kanal. Wenn nicht, verlose ich die Tasse weiter. Ja, das war es eigentlich schon. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und viel Spaß mit den Sachen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.